Guten Abend zusammen, ich bin Sigi Eichhorn, für die, die mich noch nicht kennen, und heute Abend bin ich wieder mal unterwegs auf einer nächtlichen Fototour. Und das Ziel des heutigen Abends soll sein, ein Foto zu machen oder vielleicht auch zwei oder drei, die sonst keiner hat. Und starten tue ich am Starnberger See. Ich bin nicht alleine da, ich bin mit dem Daniel heute hergefahren, der hat mich heute mitgenommen, vielleicht kommt er nachher noch mal ganz kurz vor die Kamera. Und der Daniel hat eine hervorragende Idee. Wir sind nämlich hier am Wasser in Ambach, am Steg, und er hat LED-Teelichter dabei. Und jetzt zeige ich euch erstmal den Steg oder die Pfähle mehr oder weniger Sonnenuntergang, wie die aussehen ohne Teelichter. Und dann, wenn er aufgebaut hat, machen wir mal das Bild mit den Teelichtern. Es wird romantisch, kann ich euch sagen. Daniel, wie weit bist du denn? Fertig. Okay, dann schauen wir uns die Sache mal an, die der Daniel hier aufgesetzt hat. So, das ist der Daniel, der hat mich heute mitgenommen. Und er hat die Lichter dabei. Jetzt schauen wir mal, was wir da machen können. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns wieder symmetrisch irgendwie aufstellen, genau in der Mitte des Steges. Und dann machen wir dieses schöne, romantische Bild. Ich hoffe zumindest, dass es einigermaßen geil ausschaut. Wie war es denn bei dir? Gut geworden. Okay. Schauen wir mal. Ich frage ihn jetzt mal nicht nach den Einstellungen. Ne? Ich muss es selber hinkriegen. Weil er dieselbe Kamera. Ich glaube, das sollte schon gehen. So, meine Kamera habe ich jetzt ziemlich bodennah aufgebaut. Das hat folgenden Grund, weil das Wasser hier im Starnberger See ist recht hoch und die Pfähle ragen alle höchstens 20 cm raus. Wenn ich jetzt von oben nach unten fotografieren würde, würden die nach gar nichts aussehen. Und wenn ich von weiter unten fotografiere, habe ich auch diese Spiegelungen auf dem Wasser von den LEDs viel, viel schöner noch drauf. Ja, jetzt wird es wieder eine Langzeitbelichtung. Und im ersten Schritt richte ich die Kamera nach der Wasserwaage aus und schaue auch zu, dass die Spitze des Steges wirklich genau mittig ist. Also ich versuche es zumindest. In der Nacht ist es halt nicht immer so easy. Aber ich gebe mir Mühe, dass es klappt. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel, ich schneide gerade das Ufer an. Das will ich eigentlich nicht. Deswegen stelle ich die Kamera noch mal ein Stückchen weiter vor. Vom Ufer will ich nichts haben. So, und dafür drehe ich halt jetzt die ISO mal auf 20.000. Und die Kamera hat das Bild schon gemacht. Wie sieht es aus? Toll, es könnte ein bisschen heller sogar noch sein. Da ändere ich jetzt die ISO und drehe sie hoch mal auf 400. 20 Sekunden lang auf einer 5er-Blende. Und wenn das Bild was geworden ist, bin ich schon happy. Dann können wir weitergehen. Sieht besser aus als in echt. Entschuldigung. Aber die Idee war richtig cool, finde ich. Also sehr schön. Auch mal mit 25 Sekunden. Also ich habe jetzt zwei, drei Fotos gemacht und das hat sich jetzt echt bewährt, auf 20 Sekunden lang zu fotografieren bei einer 4er Blende. Und was habe ich, ISO 600? 640. So finde ich es ganz gut. Aus purer Neugier heraus möchte ich jetzt einfach mal wissen, was passiert, wenn ich jetzt die Blende komplett schließe und da das Foto mache. Werde ich Blendsterne kriegen? Sind die Kerzen da oder die LED-Lichter hell genug? Das sehen wir gleich. Und jetzt drehe ich mal die Blende wirklich zu auf 20. Ich könnte bis 22 gehen, aber ich lasse es mal bei 20. Und dass ich die ISO jetzt nicht in uns Endliche hochschrauben muss, werde ich jetzt den Funkfernauslöser nehmen und hier im Bulb-Modus das Bild sehr, sehr lang machen. Den hole ich mal schnell. So, den Funkfernauslöser, den muss ich hier von Aodelan nutze ich, wie immer, schon seit Jahren. Den muss ich hier ganz unten reinstecken an der A73. Und mach die Fernbedienung auch mal an.
Gut, an der Kamera muss ich jetzt als nächstes in den Bulb-Modus gehen. Der kommt nach 30 Sekunden, wie bei jeder anderen Kamera auch. Ja, und jetzt ist die Frage, wie lange belichtet man? Kommt jetzt mal auf den Versuch drauf an, würde ich sagen. Ich habe jetzt sogar Licht, das kommt mir jetzt hier in der Nacht echt zugute am Funkfernauslöser. Und mein erster Testschuss wird jetzt eine Minute lang sein. Und dann schauen wir mal, ob es was geworden ist. So, jetzt, nachdem ich 2 Minuten lang mal belichtet habe, auf Blende 20 und ISO 640 gibt es 2 Dinge. Die Blendsterne kommen richtig, richtig gut. Das gefällt mir wirklich sehr. Allerdings, was mir 0,0 gefällt, sind die richtigen Sterne oben am Sternenhimmel. Die sind jetzt natürlich keine Punkte mehr, weil mit einer 2 Minuten Belichtungszeit werden diese Sterne eben als kleine Striche dargestellt. Liegt an der Bewegung der Erde, an der Drehung der Erde. Das habe ich jetzt irgendwie vorher in meinem Eifer gar nicht bedacht. Somit werde ich Blendsterne eher in der Stadt fotografieren, Straßenlaternen irgendwie, aber nicht mehr am See mit Sternenhimmel. Das gefällt mir einfach nicht. Aber mich hat es halt einfach interessiert und aus Neugier habe ich es gemacht, jetzt weiß ich. So, dann werden wir uns dann bald von hier entfernen und zur nächsten Location fahren. Ich hoffe, der Daniel hat Bock drauf. Wir fahren zum Bismarcksturm, wenn er Lust hat. Der Bismarckturm ist ein riesengroßer, spitzer Turm und da möchte ich ein ganz besonderes Bild umsetzen. Und zwar stelle ich mir jetzt in meiner Welt es so vor, dass ich mit der Drohne spiralförmig da irgendwie an dem Turm hochfliege und da eine Langzeitbelichtung mache von 20, 30 Sekunden, solange es eben dauert. Da bin ich mal gespannt, ob das was wird, weil das Foto hat auch noch keiner gemacht. Danke für die Lichter, Daniel, heute. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier am Bismarckturm am Starnberger See. Und hier zu sein ist jetzt so richtig imposant, würde ich mal sagen. Der Turm ist riesengroß. Ich habe mir den gar nicht so hoch vorgestellt. 30 Meter Höhe steht auf Wikipedia und ist auch richtig breit. Was hier jetzt ganz gut ist, ist, dass ich mit der Drohne Platz habe, um diesen Turm zu fliegen. Also hier sind jetzt keine Bäume, die den Turm irgendwie einwachsen. Und das wird jetzt schon mal wirklich ein Projekt, weil die Schwierigkeit ist jetzt, die optimale Kameraposition zu finden, dass diese Spirale oder den Kreis oder was es auch immer wird, dass das gut kommt, muss man die Kameraposition gut wählen. Das ist gar nicht so einfach. Ich gehe auch jetzt davon aus, wenn die Drohne ja um den Turm rumfliegt, dass der Kreisel ja quasi nicht zu sehen ist so richtig. Mal schauen, wie wir es machen. Vielleicht fliege ich auch nur die Spitze. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen, wie ich es hinkriege. Was aber gut ist, wir haben sternklare Nacht. Kein Mond ist zu sehen. Der geht erst morgen früh auf. Aber es ist richtig, richtig, ich weiß nicht, düster, finster, imposant zugleich hier. Sieht cool aus. Jetzt schaue ich mal nach dem korrekten Kamerastandpunkt. Ja, und um so ein Bild jetzt umzusetzen, braucht es ein klein bisschen Vorbereitung. Ich war ja gerade unten am See. Da habe ich am Querformat geshootet. Ich habe hier von Smallrig so ein ganz kleines hilfreiches Tool. So ein Schraubenzieher-Set, mit dem man auch echt wirklich gut hier die Stativplatten wechseln kann, weil ich möchte jetzt einen L-Winkel anbringen. Damit ich ganz bequem im Hochkantformat auch fotografieren kann. Ich habe hier einen ganz billigen von Mengs, glaube ich, ist der. Also der reicht für diese Zwecke jetzt aus, aber es gibt weitaus teurere und bessere, die richtig für die A7 III auch passend gefräst sind. Aber ich nehme jetzt einfach den so zur Hand, weil, wie gesagt, ich will es im Hochkantformat machen. Vom Objektiv her weiß ich jetzt nicht genau, ob ich jetzt auf
16 mm fotografiere oder auf 14, das muss ich nachher dann im Feld schauen, weil ich muss mich wirklich ein Stückchen wegstellen von diesem Turm. So, das wäre zu meiner Kamera. Bei der Drohne ist jetzt zu beachten, die hat Blinklichter hier unten an den Füßen. Die möchte ich jetzt auch abkleben, weil Blinklichter, die schauen einfach ganz blöd aus bei so einer Langzeitbelichtung von mehreren Sekunden. Und deswegen klebe ich die jetzt hier einmal mit so schwarzen Isolierband ab. Wäre jetzt natürlich geiler, wenn das Isolierband breiter wäre, aber ich habe jetzt nur das. Und da klebe ich die jetzt einfach mal ab. Wir stören hier auch niemanden, also wir sind hier nicht irgendwie in einem Naturschutzgebiet oder sonst irgendwo, sondern auf dem Feld, hier ist niemand. Und hier seht ihr, diese Lichter, die blinken beim Fliegen. Außerdem sind wir zu zweit und wenn irgendwas wäre, da kann die Zweitperson gucken, ob Gefahr droht, sage ich jetzt mal. So. Und somit würde jetzt die Drohne nur vorne leuchten und die Landelichter, die werde ich nachher wahrscheinlich auch noch anmachen, weil die Landelichter, die müssen ja den Turm von oben nach unten beleuchten. Das Ganze ist jetzt wieder ein Experiment, weil ich habe sowas hier bei dem Turm noch nie gemacht, aber ich bin einfach neugierig und will das abchecken, ob es geht, ob das was bringt. Und ihr seid live dabei. Wenn es nichts ist, kriegt ihr es auch mit. Genau, Filter und so weiter brauche ich nicht an der Drohne, ich filme ja nicht. Die soll mir einfach nur als Light Painting Hilfsmittel heute dienen. So, die Drohne ist präpariert, L-Winkel ist drauf. Jetzt brauche ich einfach nur den richtigen Kamerastandpunkt. Also kommt mit vorne aufs Feld. Hier ist genug Platz, da was zu finden. So, jetzt wird's ernst. Ich lasse die Drohne starten. Und um die Drohne richtig auszurichten, gehe ich jetzt zu Fuß auch ganz nah an den Turm ran, dass ich den Radius finde, also dass die Drohne nicht ranklatscht. Da tue ich mir echt leichter, wenn ich da direkt am Turm dran bin. Jetzt lassen wir das Baby erstmal fliegen. So, jetzt lassen wir das Baby fliegen. So, die Drohne macht jetzt ihre Umrundung. Ich fliege gerade mit 7 Meter Radius in 35 Meter Höhe und 8 Stundenkilometern um diesen Bismarckturm rum. Und die Einstellung, die ich gewählt habe, ist Point of Interest. Ja Leute, es ist echt total verrückt, was wir hier machen. Ich bin jetzt schon haarscharf an dem Turm vorbeigeflogen. Also keine einfache Geschichte. Ich habe jetzt hier einen Radius von 7 Meter gewählt und fliege in 32 Meter Höhe mit einer Geschwindigkeit von 8 Stundenkilometern. Von der Funktion her bei meiner DJI Mavic Pro 2 habe ich Point of Interest gewählt und habe den Point of Interest im Dunkeln mit dieser C1 oder C2 Taste einfach gesetzt. Und der Daniel, der drückt jetzt drüben bei meinem Fernauslöser immer wieder auf die Kamera, wenn die Drohne hinter dem Turm verschwindet. Dann beginnt er das Bild und nach ca. 20 Sekunden ist der ganze Kreis umflogen und dann drückt er wieder drauf, wenn die Drohne verschwindet. Also eine ganz schön krasse Aktion. Alleine würde ich mich das nie trauen. Hier seht ihr die beiden Kameras, die sind hier beide aufgestellt. Und der Daniel hat beide Funkfernauslöser in der Hand. Und ich hoffe einfach mal, dass das so funktioniert.
Vielleicht gehe ich auch mal kurz hin und schaue mal, wie nah ich wirklich tatsächlich dran bin. Die Drohne wird nämlich gleich landen müssen, dass wir den Akku tauschen. Scheiße. Wir haben vielleicht noch eine Minute oder so. Wir wollen nicht landen. Und was ich noch hier an der Drohne einstelle, ist die untere Zusatzbeleuchtung. Die schalte ich nicht auf automatisch, sondern auf Dauer an. Das ist wichtig. Und dabei schaue ich jetzt, dass ich genau mittig bin. Also ich glaube, ich kriege es jetzt hin. Ich fliege jetzt die Spirale und das Schwierige wird dann wahrscheinlich sein, dass ich die oben noch mal zulaufen lasse. Also ich gehe jetzt noch ein Stückchen niedriger und stelle die Geschwindigkeit aufs Doppelte ein. Boah. So Leute, ich habe jetzt abgebrochen, weil die Drohne echte Spinnen angefangen hat. Die wollte mittendrin jetzt einfach landen und es war mir jetzt alles ein bisschen zu risky, weil die Drohne, die brauche ich morgen noch für ein tatsächliches Auftragsshooting. Und bevor was passiert, habe ich mir jetzt gedacht, lande ich sie lieber. Die Bilder, die ihr jetzt seht, die sind jetzt keine Spiralbilder, die ich eigentlich machen wollte, sondern eher nur diese Kreise. Ich wollte eigentlich eine Spirale fliegen und habe es aber so nicht hingekriegt. Dennoch war es eine gute Erfahrung, heute mal wieder was Neues auszuprobieren. Vor allem in dieser Höhe von 30 Metern und dieser extremen Breite von diesem Turm. Das einfach zu machen. Es ist auf jeden Fall ein neues Bild dabei entstanden. Ich freue mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, ob ihr auch eine Drohne habt, ob ihr sowas auch mal angegangen seid. Und hier verlinke ich auch mal zu der Anleitung, wie sowas geht, weil ich habe schon mal so einen Baum in demselben Style fotografiert und habe die Drohne als Light Painting Hilfsmittel hergenommen. Schaut euch einfach mal das Video oben dazu an. Da seht ihr die Anleitung. Die hilft euch bestimmt weiter, wenn ihr es auch machen wollt. Also jetzt sage ich ciao, gute Nacht, euer Sigi vom Ammersee.